Hey Frank, lebst du noch? Ja, bin gerade beschäftigt. Kennst du Tom Paikton? Früher ein Milchbauer, jetzt Anführer des Widerstands. Eine seiner Anhängerinnen, Hammond, hilft mir, in den Damm zu kommen. Obscurus hat dort eine Falle für das Monster aufgestellt. Oh, klingt interessant. Ich höre den Funk ab, mal sehen, was da passiert. Das wäre eine echte Hilfe, Brad. Danke. Ja, und wie geht's euch so? Ich habe gerade ein Testergebnis bekommen. Dieser Ausbruch ist immun gegen das Impfmittel und gegen Zombrex. Verdammt, ein neuer Stamm? Ein alter. Santa Cabeza. Lass dich nicht beißen. Ich werde mir Mühe geben. Alter! Was ist jetzt passiert? Ja, direkt in den Grill. Okay. Dann wollen wir doch mal sehen, welche verdammten Beweise du versteckst. Oh mein Gott! Alter. Das war jetzt gerade echt spannend. Muss man schon sagen. Wasserkraftwerkschlüssel. Könnte der sein, ne? Keine Ahnung, wo das Wasserkraftwerk ist, aber ich glaube, wir sind gerade schon beim Wasserkraftwerk, weil es der Damm ist. Und 40 sind wir schon. So wie die. Aua, 11 haben wir schon vom Level. Hallo? Wer ist da? Ich kann Sie nicht sehen. In der Ecke ist eine Lampe, machen Sie die an. Alter! Hey! Alter, ich sehe doch nichts. Wie soll ich die Lampe anmachen? Achso, ich hab mich. Mann, bin ich schlau. Also, könnten wir. Prost!
ist mein Notizbuch. Stimmt, ich vergesse. Lampe. Eine Lampe. Wo ist denn hier ein Lichtschalter, Alter? Vor allem in welcher Ecke? Es gibt viele Ecken. Achso. Werde ich besser im Auge behalten. Eine Lampe. Ich weiß, ihr habt das wahrscheinlich schon ewig gesehen, aber ich hab halt keine Lampen. Gibt's nicht ganz normal Lichtschalter? Wie schaut denn zum Wasserkraftwerk ein Lichtschalter aus? Ich weiß es nicht. Aha. Das ist keiner. Das ist auch keiner. Jetzt. Kann noch ein bisschen dauern. Oh. In der Ecke, sagt der Alter. Oh, oh mein Gott. Frank. Hi, Darcy. Wie geht's? Wie steht's? Hast du dich mit dem Falschen angelegt, was? Oh, du bist es. Der Retter von Willamette. Sag mal, habt ihr vielleicht eine Sekte gegründet, die ich anführen sollte? Oh Mann, nein, nein. Obscurus schiebt voll Panik wegen dieses Monsters. Sie haben da was total Geheimes herausgefunden. Und wir nicht. Tja, das sind eben professionelle Militärprofis, während du nur für den Blog deiner Freundin schreibst. In diesem Besprechungsraum hier muss es ein paar Informationen geben. Ja, Siggi, Alter. Mach mich los. Nein, nein, nur die Ruhe. Erhol dich. Ich mach das schon. Du kannst dich nicht verstecken. Calder, was ist das? Ein Akronym? Ein Projekt? Ein Name? Ich weiß nicht. Aber sie haben echt Schiss davor. Das ist eine Anfrage nach mehr. Es hat ihre Leute getötet und es will mehr schwere Kampfausrüstung. Das Monster ist zu schnell und zu stark für normale Waffen. Okay. Hier steht, dass sie es schon seit vor dem Ausbruch gejagt haben. Mann, die haben es bestimmt selbst erschaffen. Im Geheimlabor. Und es lebt in der Kanalisation. Dort wollen sie es stellen und fangen. Und ich weiß auch wo. Mach mich los. Wir gehen zusammen. Was zum Teufel war das? Das Monster, Frank. Hey, komm schon. Mach mich los. Du bleibst hier, Darcy. Hier bist du sicher. Glaube ich. Was? Hey, du kannst mich nicht hier zurücklassen. Komm schon, Mann. Naja, können schon. Siehst du ja. Hey, warte! Frank! Heilige Scheiße! Die Falle finden. Ich hab noch nie ein Monster interviewt. Das nenne ich mal eine Exklusivstory. Können Sie die Frau bitte noch einmal beschreiben? Ja, eine Frau im mittleren Alter. Ein bisschen nervös vielleicht. Wie wir alle. Okay. Joe sagte, sie wäre Ärztin im Trainingszentrum gewesen. Sie kam öfter in die Stadt, um ein paar Sachen einzukaufen. Wir wollten mit ihr reden, denn eine Ärztin könnten wir gut gebrauchen, aber... Und dann hat sie Blendgranaten verwendet? Ja, sie hat damit die Zombies außer Gefecht gesetzt und Proben entnommen oder so. Joe und ich haben uns nur angeschaut und sind dann nichts wie weg. Danke, dass Sie mir das erzählt haben. Kann ich Ihnen eine Dose Spaghetti oder Bohnen anbieten? Nehmen Sie einfach, was Sie brauchen. Was geht denn da ab? Hände hoch! Ich hab gemacht, was er gesagt hat. Jetzt auf einmal gehen die alle bei Headshot kaputt. Nein. Keine Blendgranate, Alter.
So, ich blend Granaten. Ja, easy, Alter. Alle auf Position. Da sind noch mehr, Sie! Jetzt, Moment. Was war das? Gib mir Deckung. Mann, ich hab da doch was gesehen. Du wolltest Schicht wechseln. Feuer! Geht ab! Feuer! Gib Deckung! Ich hoffe, das klappt. Hoffe ich auch. Hört sich sehr gesund an, Freunde. Alter, der geht mir auf den Sack. Wichser, Alter. Was ist mit dir, Alter? Ja. Ciao. Bin ich jetzt? Weg. Jetzt. Meine Fresse. Ja, ich komme doch schon. Oh Mann, was kommt jetzt? Boah, schaut das Monster also ekelhaft gut, aus. Dann mal los, da haben wir doch schon was. Okay, sehen wir uns das mal genauer an. Was ist das denn bitte? Und was ist in diesen Deadpool. Oh, Scheiße. Ah. Okay. Alter. Okay. Wow, kommt die alle her?
Was ist die Minigun, Alter? Warte. Ja, war geil, oder? In Old Town fand ich heraus, dass Obscurus etwas jagt. Und dieses Etwas macht auch Jagd auf sie. Apropos Psychos. Vic hat Dreck am Stecken. Sie liefert Überlebende für ein Exklusivinterview mit Fontana von Obscurus ans Messer. Sie ist noch verrückter, als ich dachte. Aber nicht so verrückt wie dieser Tom Picton. Der schießt den Vogel ab. Früher Milchfarmer, jetzt Faschist. Ein echt guter Freund. Seine Technikerin Hammond gab mir einen Schlüssel für den Damm. Dort hat es Obscurus hingelockt, dieses Ding. Sie ist cool. Wir sind jetzt Freunde. Ich habe gerade noch gesehen, wie Obscurus diesen Calder verfrachtet hat. Wer oder was das auch ist. Und jetzt verfolge ich sie, um herauszufinden, wer oder was dieser Calder ist und warum Obscurus ihn unbedingt haben muss. Wie hat er dieses Foto gemacht, frage ich mich. Oh, Elektroaxt. Ja, Ehre. Fall 2 gelöst. Ja, wie gesagt, beim ersten Fall habe ich mir extrem viel Zeit gelassen. Beim zweiten habe ich jetzt ziemlich schnell jetzt gemacht. Naja. Boulevardjournalist. Alter. 37%. Das ging schnell. West, es gibt jede Menge Meldungen im Obscurus-Funkverkehr. Was ist mit diesem Konvoi? Obscurus hat jetzt das Monster im Truck gefangen und bringt es irgendwo hin. Ich werde sie verfolgen. Ich verbinde dich mit ihrem Funkverkehr. Das sollte dir helfen. Und noch etwas. Ich glaube, Calder ist der Name des Monsters. Klingt nach einem Menschen, nicht nach einem Monster. Ich checke das. Scheint den Konvoi anzugreifen. Weißt du wer? Weiß nicht. Vielleicht Toms Leute? Ziemlich mutig für ein paar einfache Farmer. Das sind Faschisten, keine Farmer. Yo. Bisschen Level up. Okay. Die Elektroaxt. Eine Nussblaser, Alter. Eine Nussknacker bekommt man, glaube ich, nicht überall. So, Freunde. Hört mal schnell. Haben wir vielleicht noch irgendwo ein Medikit? Pistole. Oh, da liegt ein Nexus. Eine Machete, Alter. Sind da vorne schon wieder Wachen? Da kriegst du doch die Krise, Freunde. Die Krise bekommst du da. Danke, MacGyver. Immer dieser MacGyver.
Ich habe Leben geschaffen! Okay, Freunde. Ich würde sagen, es reicht erstmal für die Aufnahmesession. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Und ja, wieder schauen, reingehauen.